Feuer bereit! Schießen! Nachladen! Macht sie fertig! Bereit! Haut sie weg! Bam! Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück bei mir am Kanal. Heute mit dem neuen Projekt Gates of Hell Ostfront. Ja, Gates of Hell bzw. Call to Arms Reihe. Ist ein Strategiespiel. Es gibt noch den Hauptableger, der nennt sich nur Call to Arms. Und das befindet sich dann Ganze so ein bisschen in der Neuzeit. Mit dem DLC Ostfront gehen wir in den Zweiten Weltkrieg rein. Und können ja aussuchen zwischen Deutschland, Finnland und den Russen. Als spielbare Fraktion. Wir wollen spielen hier eine dynamische Kampagne. Da können wir dann Ressourcen sammeln, Forschung und so weiter betreiben, um uns dann halt immer höher leveln zu können. Wenn wir hier auf einen Spieler gehen, können wir hier die dynamische Kampagne auswählen. Ich würde sagen, wir gehen erst zu den Mods, die ich aktiviert habe. Und zwar haben wir einmal hier Everything Stays. Das bedeutet, alles, was auf dem Schlachtfeld liegen bleibt, bleibt auch liegen. Sonst würde es nach einer Zeit verschwinden, bis auf ein paar Prozentsatz halt. Dann bleiben halt von 100 getöteten Einheiten nur 30 oder so über. Dann haben wir Bright Colored Graphic Style, das macht alles ein bisschen heller, weil auf manchen Karten ist es sehr dunkel, dann kann man kaum Einheiten sehen. Dann haben wir einen Disassembled Mod als Blood Mod installiert, weil ja, so im Hauptgame ist es halt so, wenn wir jetzt irgendwie mit einer Panzergranate irgendwo reinschießen in die Truppen, dann passiert da eigentlich relativ wenig mit denen. So sieht es ein bisschen blutiger aus, das können wir dann, falls ihr sagt, es ist ein bisschen übertrieben, dann lassen wir es weg. Na, das ist dann mal so eure Sache. Dann haben wir noch den Improvement Mod mit Automatic. Das haben wir einmal Load HE. Das bedeutet, dass wir, dass die Geschütze ein bisschen besser nachladen und auch dementsprechend die richtige Munition auswählen. Dann haben wir Automatic. Die Sanitäter, die auf dem Schlachtfeld mit eingesetzt werden, heilen dann automatisch verwundete Einheiten, die dann auf dem Feld liegen geblieben sind. Die können dann nochmal aufgehoben werden. Das machen die dann halt von alleine. Und das Enchantment AA bedeutet, dass wir, wenn wir Flugzeuge oder beziehungsweise ein Flugzeugangriff ist, dass die Flak halt zuerst auf das Flugzeug schießt und nicht erst mit Panzern oder mit Infanterie beschäftigt ist. Sonst schießen die gerade auf Panzern und das Flugzeug wird dann halt gar nicht beachtet. So, wir gehen an den Einzelspieler, dynamische Kampagne, erstellen eine neue. Wir spielen als Deutschland, was auch sonst. Wir nennen die Kampagne einfach mal Operation Unheil. Unheil 1. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein zweites habe. Ne, habe ich nicht. Machen eine sehr lange Kampagne, gehen auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Das sollte erstmal lang, da ich alleine unterwegs bin. Das Ganze geht auch noch im Koop. Ist wahrscheinlich auch noch mal relativ interessant. Vielleicht gucke ich mal, ob hier noch irgendwo ein Koop-Partner dafür finde, dass man das vielleicht dann auch im Koop spielen kann, weil es nach einer Zeit relativ unübersichtlich wird, wenn man mehrere Einheiten steuern muss, beziehungsweise mehrere Squads, dann ist es ganz gut, wenn das noch ein weiterer macht, dass, ne, dass dann halt so ein bisschen aufgeteilt wird. Ansonsten, wir haben Nebel des Krieges, lassen wir aktiviert, sonst ist, man kennt das so auf Strategiespielen, Foco 4, dass dann halt ein Teil der Karte verdeckt ist, bis die Einheiten dann da hinkommen. In dem Spiel gibt es Offiziere, die haben Fernglas und sonst sind die tatsächlich useless, deswegen lassen wir das so. Machen auf Fortfahren und dann kommen wir jetzt hier in den Titelbildschirm, so das Kampagnenmenü kann man sagen. Wir haben hier links einmal unsere Einheiten, die wir auswählen können. Alle, die mit dem Schloss versehen sind, müssen erforscht werden. Ne, da haben wir hier schon ein paar Einheiten drin. Panzerbesatzung, die Sanitäter, die wir gerade angesprochen haben. Und so weiter. Ein paar kleine Fahrzeuge, Motorrad, Hübelwagen. Ah ne, das ist ein Kfz. Weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Die großen heißen Opel Blitz. Hier steht jetzt nur Kfz 15. Naja, wenn einer ein bisschen in Geschichte bewandert ist, kann er mir das ja gerne verraten. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen, weil das eine Anhängerkupplung hat. Dort können wir dann Geschütze dran, hinten dran montieren. Die Kübelwagen haben das nämlich leider nicht. Außerdem haben wir hier nochmal ein MG drauf, ein bisschen Munitionsvorrat, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir hier oben in dem Balken, da können wir dann auf ja, unsere Kampagne auswählen, beziehungsweise welche Karte wir jetzt angreifen möchten oder welchen Punkt. Das läuft dann auch immer gleich ab, dass wir angreifen
den Punkt erobern und danach müssen wir den Punkt verteidigen. So, im Mittleren sind dann einfach unsere Einheiten, die sozusagen die Reserve bilden. Das heißt, wenn wir mehrere Einheiten schon haben, sind die dann hier drin und ziehen die dann auf die rechte Seite bei den ganzen Squads rein. Wir haben hier einmal römisch 1, das ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Ich nenne das jetzt mal dritte, vierte, fünfte Zug. Das passt, glaube ich, ganz gut, wo wir dann unsere Einheiten reinpacken können. Wir haben auch hier oben auf der rechten Seite ein Einheitenlimit. Ne, das heißt, hier bis zu 50 können wir hier reinpacken. Ihr seht dieses Helmsymbol hier. Das heißt, der Sanitäter nimmt zum Beispiel 4 von den 50 weg. So, dann haben wir hier noch Ressourcen. Ich sag mal, das ist unser Geld. Unser Money, was wir haben, womit wir die Truppen bezahlen, wenn wir sie einkaufen. Dann haben wir hier diesen Stern. Das ist sowas wie Spezial. Spezialstern für Einheiten. Das ist zum Beispiel für Flugzeuge. Dieses kleine Forschungszylinder-Ding hier mit der 7. Das sind unsere Forschungspunkte, die wir derzeit haben. Und hier haben wir 1110 Munitionsreserven. Wenn wir Einheiten aus der Kampagne wieder zurücknehmen, müssen wir die versorgen. Das heißt, wir füllen die Einheiten wieder auf und auch die Munitionsreserven von denen. Und das kostet uns halt die Ressource Munition. Nach einer gewissen Zeit ist das auch relativ teuer, wenn da sehr viel verwundet worden ist. Da müssen wir dann schauen, ob wir dann halt den Squad nochmal versorgen. Weil so ein Squad, wenn man jetzt mal hier, haben wir dann mal so einen großen, hier Sicherungstruppen. Das sind ja die Einheiten da drin. Und jede Einheit hat ein Inventar, eine Waffe etc. und kann aber auch leveln, wenn wir den aus der Mission wieder rausnehmen und steigert dann hier seine Waffenkenntnisse oder seine Fähigkeit, je nachdem, was er hat. Hier ist zum Beispiel Mechaniker ausgewählt. Ich glaube, die haben auch eigentlich tatsächlich immer alle nur Mechaniker-Skill. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch mehr kommen irgendwann. Das werden wir dann sehen. Kann aber auch mehr Leben bekommen, ein bisschen mehr Ausdauer und so weiter. Ja, ansonsten könnt ihr sehen, hier haben wir so einen Trupp halt. Das sind jetzt Sicherungstruppen. Da hat einer eine MP40 und der rechts hat alles K98. So wie ich das sehe, ist das auch die K98 kurz, würde ich sagen, oder? Das ist die lange? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir reinschreiben. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das die lange oder die kurze Version ist. Ansonsten, jede Einheit von diesen einzelnen hat auch ein Inventar und auch halt eigene Munitionsreserven. Da gehen wir gleich nochmal kurz im Spiel drauf ein. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, das dann auch zu zeigen, bevor wir jetzt hier ganz viel darüber reden. So, dann gehen wir in den Forschungsbaum. Nehmen uns erstmal den Offizier mit und die Stufe 2 Anforderung, weil das nur 0 kostet hier. Damit haben wir dann auch automatisch den zweiten Squad freigeschaltet. Den wir, ich glaube, aber mit den Anfangsressourcen gar nicht befüllen können. Also wir werden eh nur mit einem wahrscheinlich reingehen können. Dieses einfache Befestigung, mittlere Befestigung, starke Befestigung. Wenn das einer weiß, schreibst du bitte mal rein. Das ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe, wofür das Ganze dient. So, dann haben wir den Offizier haben wir jetzt genommen. Feldingenieure nehmen wir auf jeden Fall. Die sind wichtig zum Reparieren. Osttruppen nehmen wir, weil sie günstig sind. Und wir nehmen das Feldgeschütz am Anfang, das 7,5er, mit rein. Und damit sind wir dann erstmal per Du. Da müssten wir noch ein paar für Null kriegen, für Lau. Das müsste eigentlich bei den Feldingenieuren sein, genau. AP-Minenleger und PA-Minenleger. Antipanzerminen und Personenabwehrminen. Ja, könnte sein. Flammenwerfer kriegen wir auch noch mit dabei. Die Feldingenieure kommen dann später zu den Pionieren und dann kommt hier so ein ganzer Truck mit Pionieren, wo die nochmal ohne Ende Versorgungsungüter drauf haben. Aber das machen wir dann, ne, wenn wir soweit sind. Munitionskiste ist wichtig auf jeden Fall. Die nehmen wir auch mit rein. So, wir nehmen erstmal den Offizier. Einsatz Osttruppen. Die Munitionskiste und das Geschütz, das große. Also das große, relativ große, ne? Panzerabwehrkanone werden wir wahrscheinlich erstmal nicht brauchen, weil der hat zwar 52 mm Durchschlag, das ist relativ gut für den Anfang, aber die Panzer, die wir jetzt am Anfang sehen werden, sind alle relativ klein. Ich weiß nicht, wer so zum Beispiel World of Tanks kennt, der kennt das ja, dass es so Rüstungsklassen gibt, beziehungsweise wie dick die Panzerung ist. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt hier mal guckt, den haben wir immer früher LOL-Traktor genannt, glaube ich. Bei World of Tanks oder dieser Panzer 38T, glaube ich. Wo haben wir das denn?
Hier ist ein Panzerkampfwagen 35. Hier, das ist sozusagen der erste deutsche Panzer, den wir spielen könnten. Auch mitnehmen könnten. Und wie ihr seht, haben wir hier eine Panzerung von 5 bis 14. Das heißt, wir haben wohl wahrscheinlich hier vorne so 14 und 5 nur hier oben oder an den Seiten, je nachdem. Und wenn die Pack jetzt da drauf schießen würde, die würden wir auf jeden Fall durchdringen mit 35. Das heißt, wäre jetzt gerade erstmal zu überpowered. Deswegen nehmen wir erstmal so ein Feldgeschütz mit. Die Durchdringung von dem ist 62 und die Reichweite von der ist viel, viel höher. Deswegen ist das hier so für mich auf jeden Fall das erste Geschütz, was wir auf jeden Fall nehmen können oder nehmen sollten. So, um das Geschütz zu transportieren, nehmen wir vielleicht noch hier das Kfz mit, wie angesprochen. So, die Munitionskiste haben wir, ne? So, dann nehmen wir noch Feldingenieure mit. Die Sunnies. Was haben wir jetzt noch? 8. Das reicht natürlich für Osttruppen nicht nochmal aus. Die Minenleger können wir auch erstmal nicht gebrauchen. Das sind ja auch nur 2 Einheiten. Eine Einheit. Das hier wären 4. Die haben aber leider eine Pistole. Bis auf einer. Schwierig, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Aber müssen wir ein bisschen basteln, ne? Ich nehme eine Panzerabwehreinheit mit dann. Das sind zwar auch nur 2, dann haben wir aber schon mal so eine Panzerabwehrkanone. Ich nehme einfach 2 mit. Fertig. Die schießen mit dem fetten Ding sowieso auch auf Infanterie. So, und dann sehen wir haben 94. Dann können wir theoretisch noch Osttruppen mitnehmen. Dann haben wir die als Verstärkung. Und dann sind wir auch schon nahezu null bei den Ressourcen. Ja, ich glaube, so machen wir das. Dann haben wir das einfach nochmal in Reserve, weil es ist sowieso erstmal gleich, die erste Schlacht wird sowieso wahrscheinlich eine Vollkatastrophe. Die Munitionskiste, hier ist Reserve drin für das Feldgeschütz und auch natürlich für die Einheiten. Die können sich da Munition rausnehmen, sobald sie leer geschossen sind. Und dann sollte das passen. Karte nehmen wir jetzt hier mal hier unten 200 Munition, hier gibt es 500 und 100. Und hier gibt es aber Ressourcen, ja. Ich glaube, wir nehmen erstmal das hier. Fangen erstmal vorsichtig mit einem Stern an. Oder? Ja, doch, komm. So machen wir es. Bart. Rein ins Gefecht. Sieht aus wie eine zerstörte Fabrik, würde ich sagen. Was sagt der Erwin Rommel da oben? Sagte, harte Arbeit spart Blut, Blut rettet Leben und der gesunde Menschenverstand rettet beides. Er wird es wissen. Oder wird es gewusst haben, besser gesagt. Ja, wenn euch auf jeden Fall das ganze Format gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert gerne den Kanal. Also hiervon werden auf jeden Fall noch weitere Projekte folgen. Ich gucke mal, vielleicht, auch, wie gesagt, einen Koop-Modus noch mit einem Kollegen starten werde. Das müssen wir dann sehen. So, dann sehen wir hier oben die Karte. Hier, wo wir jetzt direkt mit dem Mauscursor sind, das ist unser Einstiegspunkt. Und dann haben wir halt, hier ist die Flagge B, die wir erobern müssen. Und die Flagge E, warum nicht A, weiß ich nicht. Genau. Und ja, ich würde sagen, das ist ein altes Fabrikgelände. Ja, wenn wir mit dem Geschütz vielleicht ein bisschen Probleme kriegen. Könnten wir versuchen, hier das Geschütz hinzubringen. Oder sollen wir erst geradeaus? Links oder geradeaus? Gute Frage, ne? So, das koppeln wir an. So, und dann können wir halt jede einzelne Einheit... Oh, das ist ein bisschen laut, der LKW hier. Jede einzelne Einheit ist spielbar. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Feldingenieur auswählen... Drücken hier auf Direct Control und Third Person. Können wir mit E die Einheit selber spielen, schießen etc. mit der. Und das können wir halt mit jeder einzelnen Einheit, auch mit dem Truck hier, können wir selber fahren. Selber mit dem MG rumballern und so weiter. Dasselbe auch beim Geschütz. So, ihr seid wichtig, ihr seid Kistenschlepper. Das können wir später auch noch als mobile Einheit kriegen. Das müssen wir halt nur erforschen. Ja, ich weiß nicht. Weiß nicht, ich weiß nicht.
Pass auf, du gehst erstmal hier hin. Einen schicken wir mal vor. Den lassen wir mal scouten hier. Und vielleicht hier hin. Ist da als Deckung benutzen. Hier könnten schon überall irgendwo Truppen stehen. Der Gegner kriegt auch Verstärkungsnachschub. Und deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Sonst, die schießen einen hier gnadenlos kaputt. Deswegen haben wir auch hier nur auf Mittel gestartet. Ich empfinde die KI als sehr, sehr, sehr stark und sehr gnadenlos. Was liegt hier noch rum? Zerstörte Einheiten. Das sind alles Transporter von den Russen. Ja. Die sind aber nur Deko-Objekte sozusagen. Man zeigt hier zwar was an, aber die können wir jetzt nicht reparieren und nutzen. So, dann haben wir hier den einzelnen Soldaten. Mit der Taste I können wir sein Inventar öffnen. Da seht ihr, dass er das K98 hat. K98K. Mit seinen Munitionsclips, zwei Verbände, einen Stahlhelm und eine Granate. Und wenn wir jetzt hier erschossene Soldaten überliegen haben, dann können wir ihm sozusagen die Waffen von den Gegnern geben, wenn wir sie gefunden haben. Was doch schon relativ cool ist. So können wir zum Beispiel nachher unseren Sanitätern, die jetzt nur eine Pistole haben, können wir dann zum Beispiel halt ein Maschinengewehr geben. Sofern wir eins finden. So gemerkt. So, das MG schön nach hier vorne. Und die Feldkanone hier oben auf die Schienen. Hier ist bestimmt so eine kleine Erhebung drauf. Ne, doch nicht. Okay. So, das sind unsere Munitionstypen. Dann haben wir hier noch Sunnies. Da schicken wir mal einen hier hin. Dann haben wir hier den Offizier. Den können wir jetzt auswählen, dass er hier mit seinem Feldstecher rumguckt. Können wir dann auch da vorne hier mit hinstellen. Und dann kann er mal ein bisschen auf der Karte aufdecken. Na, löst du wohl auf. Dann seht ihr auf der Karte, wir können hier ein bisschen was aufdecken. So, da vorne sehen wir schon ein paar Einheiten auf jeden Fall, die am Verteidigen sind. Dann nehmen wir unser Geschütz und dann ballern wir mal ein paar Salven da rein. So viel Reichweite haben wir nicht. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Mal hier, was das wir als Deckung benutzen können. Jawohl. So, ihr dahin. Dann hängen wir das nochmal an. So, da sind zwei Einheiten. Da ist einer. Da im Gebäude ist einer. Gib ihm. Mach ihn fertig. Sehr gut. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Du bist ja ein geiles Geschütz. Es gibt... Oh mein Gott. Das Geschütz hat jetzt hier schön in unseren eigenen Kfz reingeballert. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Das ist irgendwo ein Panzer. Irgendwo da hinter der Mauer. Da sitzt da einer drin. Feuerbereit. Schön geblieben, bleibst du wohl da raus. Mach den fertig! Leute! Alles selber machen hier.
bereit! In Schussposition bleiben! Da qualmt doch was. Das ist doch bestimmt der Panzer da drüben. Den können wir noch nicht erwischen. Nachladen! Nordosten! Feuer bereit! Und dann bewegt euch mal ein Stück nach vorne. Es wird schwer, das zu treffen. Den haben wir erwischt. Da kommt noch ein Motorrad. Warum fährt das rückwärts? Einen erwischt. Den könnten wir erwischt haben. Dafür haben wir den Panzer erwischt. Oder was man Panzer nennen kann. Amphibienpanzer T-37. Der ist schon mal in der Arsch. Wie man so schön sagt. So, ich weiß jetzt nicht, was mit unserem Fahrzeug hier ist. Können wir das nochmal neu besetzen? Gehen wir mal kurz hier ins Inventar. So, und dann reparierst du das mal. Wo ist der? Ich kann ihn leider nicht sehen. Da ist einer. Oh, das waren sogar drei. Haben wir ihn erwischt? Wo bleibt die verdammte Verstärkung? Wenn ich das wüsste. Man könnte nur erwischt haben. So, der ist am Werkeln. Dann können wir mal noch ein bisschen hier die Stellung ballern von denen. Da sind auf jeden Fall Sandsäcke da vorne. Mit dem Feldgeschütz hier was zu treffen, wird echte Kunst. Wenn wir das mal hier versuchen, so seitlich aufzuräumen. Es ist noch nicht fertig. Vorrücken. Und auch vorrücken. Du musst zum Feldgeschütz auf jeden Fall. Und die Panzerabwehreinheit. Kommst auch hier hin, dann gehst du auch auf die linke Seite. Flankenschützen auf jeden Fall hier, ganz wichtig. Wo soll das Ding hin? Wen schießt der denn? Ups. Irgendwie nicht so ganz getroffen. Ah, ich glaube, der ist weggelaufen. Da sind die Sandsäcke. Auf die wollte ich auf jeden Fall schießen. Da verbergen sich immer welche. Afrekruten sind da. Okay. Mach ich doch. Bleib fressen, jawohl. Schießen wir da auch mal noch einen Bolzen hin hier. Oh. Bereit. Es sieht auch schon von der Grafik her, finde ich, trotzdem, obwohl schon was älter ist, eigentlich einfach genial aus. Wenn ihr mal guckt hier so, ne? Schieß mal dahin. Wie jetzt hier die einzelne Hülse rausfliegt. Das ist schon schön gemacht. Hinter der Erhöhung. Passt auf. Passt auf, ihr müsst schießen. Oh. Schießt weiter. Feuerbereit! Schießen! Nachladen. Macht sie fertig! Bereit! Haut sie weg! Bam!
präsentiert, Teller! Oh Mann, Screenshot von. Feuer bereit! Nachladen! So. Feuer bereit! Lade nach! Wo soll das bereit. Ding hin? Feuer, Feuer, Feuer! Mal schön weiterfeuern. Sonst wollen wir mal die Munitionstruppen, wo habe ich die denn hingeschickt? Da sind sie. Feuer bereit! Jetzt mal gucken hier, das Geschütz wird gleich. Steht jetzt bei 8. Jetzt mal aufhören zu schießen. Dann füllen wir jetzt hier mit die Munition nach. Und seht ihr, dass es hier aufgefüllt wird. Ja, Gesundheit an mich selber. So, dann könnt ihr euch hier verstecken. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Und wir können hier nochmal ein bisschen rumballern. Wir den Punkt hier gleich einnehmen können. So, dann können wir mal gucken, ob wir hier mal so ein, zwei Leute vielleicht da vorne reinschicken. So, und euch zusammenfassen. Ein Panzer? Wo? Wo habt ihr einen Panzer gesehen? So. Rücken wir aus? Wir rücken aus. Irgendwo da ist noch einer. Das ist tatsächlich ein Panzer. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Wo hat er den jetzt gesehen? Ich glaube hier hinter der Ecke, glaube ich. Wir müssen das ganze Gebiet abdecken. Panzer! Bereit! Bereit, Leute! Da vorn! Los jetzt! Mir nach! Ich erwischt. Rücken wir aus. Immer hier in Deckung, du. Wo haben wir denn gerade den Panzer gesehen? Was machen wir jetzt, Gruppenführer? Gib dem Typen Deckung! Deck das ganze Gebiet ab! Lade nach! Feuer bereit! Da ist er. Hey, jetzt eine Rolle hebt dabei ab. Hä? War das? Stimmt, das, hier ist noch einer und hier ist noch einer gewesen. Okay. Den haben wir aber erwischt. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen seitlich raufkommen. Mit dem Geschütz. Stellen das mal hier hin. So, hier sind noch Einheiten, dass wir die einen Ticken nach vorne rücken. So, das ist jetzt repariert hier, der Truck. So. Und ihr nach vorne. Wohin mit dem Ding? Drehen, 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 drehen. Hallo? Bleibt in Schussposition. Haltet die Umgebung im Auge. Und versteckt sich da erstmal ein ganzer Trupp von den Schweinen. Macht sie alle fertig. Gut getroffen. Feuer bereit. Ein bisschen weiter so. Zack.
Wow. So ein voller Ball, Junge. Kannst du da drüber schießen? Feuer bereit. Feuer bereit. Junge, ihr werdet da von der Seite beschossen. Drehen, 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 drehen. Weitere Bewegung! Nordosten! Wo denn? Da ist einer. Wo ist der denn hier? Feuer bereit. Ist der hier drin? Lade nach. Da läuft er. Bereit. Oder? Ne, ist auch wieder ein anderer. Lade nach. Egal, habt ihr erwischt. Wir müssen den jetzt hier einnehmen, den Punkt hier. Ja. Achtung, feindliches Geschütz. Oh, das ist hier im Weg. Gucken, ob wir drunter schießen können. Wahrscheinlich auch sehr knapp werden. Lade nach! In Deckung! Feuer bereit! Lade nach! Ja, für ein Geschütz echt schwer. Offizier hier! So, da kommst du mal hier hin, Offizier. Feuer bereit! Auf das Licht blockieren! Ah! Glaub, ich hab's erwischt! So, hier haben wir noch ein paar Einheiten. Aber wir haben immer noch die Osttruppen noch in Reserve da. Das ist ja auch hier wieder sehr intelligent. Baller mal ein bisschen. Geht endlich los. Guck mal, ich hab hier noch irgendwo einer war. Scheiße, der hat mich fast erwischt. So, guck mal hier ins Inventar. Ja, das ist eine Rauchgranate, glaube ich, ja. Wir nehmen hier das hier mit, Molotow-Cocktail, alles mitnehmen hier. Musst du das hier von zur Panzerabwehrminen? Ach, der heilige Granate. So. Boah, was? Drecksschweine. Feuer bereit. Feuer bereit. Zielen die denn hin? Ich bin hier. Oh Mann. Feuer bereit. Bereit. Lade nach. Feuer bereit. Bereit. Ja, also da drüben sind auf jeden Fall noch welche. Jetzt müssen wir mal gucken.
müssten das Geschütz weiter hier hinstellen, damit wir da auch reinballern können. Okay, dafür nehmen wir mal ein paar Truppen mit hier. Das haben wir... Der hat schon keine Munition mehr hier. Da vorne sind tote Soldaten. Versuchen wir mal ein bisschen was zu erbeuten. Pass auf, wo du hinschießt, Junge. Alter Schwede, ey. So, was liegt hier? Hier liegt sogar ein MG. Ist doch die passende Munition für. Jawohl. Ja, alles mit. Auch keine Munition mehr. Müsst ihr auch mal was mitnehmen? Haben wir hier noch. Oh, wait, da vorne erst. Da liegt noch einer. Und liegen auch noch massenhaft am Warten. Halt, ich habe keine Munition. Lass mich in Ruhe. Muss da reingucken. Ist das die richtige Munition dafür? Weiß ich gerade gar nicht. 762. Ja. Oh. So. Dann hat er auch wieder Munition an Bord. Würde mal sagen, so ist ganz cool. Ja, schön langsam vorrücken. So, hier haben wir auch noch ein paar Einheiten. Die schicken wir auch nach vorne jetzt. So. Du gehst natürlich da in Deckung. Sehr gut. Der sollte sich vielleicht mal heilen. Wir müssen das alles hier sehr langsam aufbauen. Na, du hast eine relativ gute Waffe jetzt. Boah, ich kann nicht da hinten die Einheit sehen. Oh Gott. Der hat ja auch schon keine Munition mehr. Natürlich echt mies. Warte mal, wir schicken mal die Munitionskiste zu dem hier, damit er das aufladen kann. Offizier darüber. Na, die sind erledigt. Dann schicken wir jetzt die anderen Osttruppen mit rein. Hier sind auch noch ein paar Einheiten. Ich schicke mich mal der Mauer. Ich brauche noch ein bisschen mehr Manpower hier. Schießen wir mal noch ein, zwei Granaten da rein. Okay, das nützt nichts. Dann das Geschütz nachladen, auf jeden Fall. Das ist wichtig, das müssen wir gleich noch haben.
So, wo sind meine Truppen? Da. Jawohl. Ein Reihenglied aufstellen da, wir müssen die jetzt vernichten. Ja, nicht wieder zurücklaufen, ihr müsst euch da hinsetzen. So. Dann nehmen wir jetzt den ersten Punkt ein. Dann müssen wir jetzt das Feldgeschütz, Sanitäter, alles nach vorne ziehen. So, in die Richtung. Ja. Ja, wohin mit dem Ding? Dann können wir jetzt, haben wir den ersten Punkt schon mal erobert, das ist echt gut. Und bei dem Panzer sieht das so aus, als würde der sogar noch fahren. Habe ich sogar recht. Der ist noch gar nicht so kaputt, der Panzer in Anführungszeichen. So. Ja, Sanitäter. Hatten hier noch einen Verwundeten. Halt den mal bitte. So, bei dir gehen wir hier an das Geschützding. Von dem Moped. Das Motorrad ist uns erstmal egal. Aber die Waffe können wir nehmen. Ist das hier eine Mütze? Klappspaten machen wir auch nicht. So. Jetzt können wir dem nämlich sagen, der soll mit dem Ding hier rumballern. Dann haben wir zwei MGs. Hier und hier. Das ist zwar beides dasselbe MG. Das ist nichts Besonderes. Keine Frage. 2 von 8. Alter Schädel. Nee, nur einen. Hast du den nicht geheilt? Oder hat er den geheilt? Okay. Das sah jetzt für mich erstmal so aus, als hätte er den nicht geheilt. So, die lassen wir da. Das ist in Ordnung. Obwohl, der sieht aus, als hätte er schon wieder keine Waffe. Doch, hat er aber. So, den ersten Punkt haben wir jetzt eingenommen. Dann können wir uns jetzt um den zweiten Punkt kümmern. Hat er das Geschütz mitgebracht? Wo ist das Geschütz? Hä? Wo ist mein Feldgeschütz? Hä, habe ich das verloren? Was ist denn damit passiert? Das stand doch gerade noch hier. Das macht jetzt für mich eigentlich gerade irgendwie keinen Sinn. Warum ist das Geschütz weg? So, hier vorne liegt noch ein Maxim. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Aber das kann doch gar nicht sein. Was ist mit meinem Feldgeschütz passiert?
Also habt ihr irgendwo... Also... Das wird mir auch gar nicht mehr angezeigt, ne? Aber... Das Legionär, es wird mir nicht mal die Mannschaft davon angezeigt. Das ist aber echt sehr merkwürdig. Da ist... Sollen das? So, anhängen. Ah. Also. Man verliert ja tatsächlich sehr leicht die Übersicht. Also, sorry dafür. Ich hab's echt nicht gesehen, ne? Krass. So. Dann wollen wir vorrücken. Keine Gnade. Einen so einen Typen lassen wir hier. Nein, nur einen. Guck mal, ob wir das hier noch mal. Das sieht kaputt aus. Wenn wir ins Inventar gucken können, da ist noch was drin, dann können wir ihn reparieren. Können wir nicht. Der ist tatsächlich kaputt. Schade. Wie sieht denn eure Munition so aus? Der ist gut. Die sind, glaube ich, auch gerade erst reingekommen. Ist okay. Dem Sunny geben wir jetzt erstmal eine vernünftige Waffe. Er hätte da bestimmt einer an. Ein Gewehr da. Das kann weg. Auch Granaten brauchen wir auch nicht. Mal Verbände wieder auffüllen. Sanitäter ist unterwegs. So. Dann ist der Sunny auch nicht mehr so unbewaffnet. Es scheint, haben wir auch noch einen. Ne, hier ist auch noch einer. Wo ist der Sunny? Nein. Da bist du. Da ist noch eine Pepesh. Aus dem blutenden Sondereinsatzaufklärer. So, das kommt weg hier, das brauchen wir nicht. Weg. Munition ran. Nein. Wollen wir doch gar nicht. So. Der hat aber da ziemlich viel Zeug dabei. Hoppala. Los jetzt! Bewegung! Wie lauten die Befehle? Alles klar. Какие будут указания? Dann können wir mit dem hier eine Sprengladung setzen. Auch Granaten sind uninteressant. Immer alles mitnehmen. Normalerweise macht man das erst am Ende der Schlacht. Aber da wir jetzt hier wirklich noch so früh am Anfang sind, können wir das auch erstmal so machen. So. So. Na, die Maschinengewehre bringen einfach mehr. Offizier bereit. So. Noch mal kurz auf der Karte gucken. Wir uns dann für dafür am besten positionieren.
Das Feldgeschütz ist tatsächlich eine doofe Karte. Wenn wir jetzt hier durchfahren. Schwierig. Wir werden es mal hier durchprobieren. Benutzen dich erstmal als Scout hier. Aber ihr seht, so eine Kampagne, jetzt, das ist echt noch erst die erste Karte. Ihr seht, was hier los ist und wie lange und wie vorsichtig man spielen muss. Das ist halt schon sehr krass. Da steht ein Geschütz, aber ich glaube, das ist Deko. Aber so weit können wir uns schon nach vorne trauen, das ist gut. Irgendwo ist ein Mörser. Pumpen vor. Die Munitionskiste kann da bleiben. Die ist sowieso fast leer. Das hat ja fast geklappt. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wo der... Nein, fahr doch nach vorne. Da ist der Mörser. Der hat uns natürlich schön den Jeep gekostet mit dem Molotow-Cocktail gerade. Aber ist egal. Hier war nichts mehr an Feinden sonst. Dann nehmen wir den Mörser auf jeden Fall mit. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, gucken wir mal, dass wir hier freie Truppen haben. Du bist frei. Schwerer Mörser. Falsche Richtung. Funktioniert das Ding denn? Wird alles als rot angezeigt. Piu! Sieg! So. Wir haben, glaube ich, das Maximalste auch dann rausgeholt. Können wir eben hier noch einen aus der Munitionskiste... Na, ne, nur einen. Du kümmerst dich um die Munitionskiste. Wir setzen das Motorrad noch, dann nehmen wir das nämlich auch mit. Sieht ja aber noch gut aus, ne? Ja. Das können wir dann verkaufen. Dann können wir daraus ein bisschen die Ressourcen benutzen. So. Wir haben jetzt hier aus den Truppen schon ein bisschen was aufgemacht. Das ist noch ein Nestpanzerabwehr. Du bist ein Ostlegionär, dann können wir dich auch noch ausrüsten. Gucken, ob hier irgendwas ist. Hier ist noch eine Pepesh. Das ist eine SVT. SWT. Schnell, wir müssen weiter. Weitermachen, weitermachen.
Kann ich mit dem Mörser echt da auf das Gebäude zielen? Na, falsch getroffen da. Na gut, der schießt hier aus dem Gebäude raus und versucht da das zu treffen. Wer, oder? Steckt sich da vielleicht eine ganze Truppe dahinter? Macht ihn fertig! Gut, so. Jetzt können wir dem einen Soldaten noch eine bessere Waffe. Und dann verschwinden wir von hier. Und der Einsatzaufklärer. Warte mal, das sieht doch auch gut aus hier. Mit Trommelmagazin. Panzer Abwehrminen? Ne, wollte ich gar nicht haben. Das sind die Trommelmagazin. Nehmen wir auch alles mit. Und das auch. So, dann bist du ausgerüstet. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Und dann haben wir den ersten Sieg eingefahren. Drücken auf Finish und fertig. Ihr Team hat gewonnen. Also wir haben 74 Gegner erledigt und 12 Verluste eingefahren. Ein Fahrzeug haben wir verloren. Gut, das war der Dingens, der abgefackelt ist. Ja, die Russen ja immer auf Molotow-Cocktails sitzen. Das ist natürlich immer sehr schwer. Und dann kommt dann unsere Ausbeute. Dann haben wir 200 Ressourcen plus Kartenressourcenbonus und 200, 600. 200 Munition, 4 Forschungspunkte, eine Rückzahlung, was auch immer. Insgesamt dann halt 699 und 200 Munition. So. Und dann seht ihr hier, wir können alles auf alles versorgen klicken. Dann füllt er jetzt sämtliche Sachen, die wir erbeutet haben. Unter anderem diesen T-37A-Panzer mit dem MG. Das Motorrad, den Mörser und das Maxim-Maschinengewehr werden dann wieder aufgefüllt und haben dann neue Munition bzw. sind dann wieder einsatzbereit. Hier werden dann die Truppen aufgefüllt, hier bei der Panzerabwehreinheit auch. Und dann sind die wieder einsatzbereit, haben uns ein paar Ressourcen gekostet. Wir haben 1300 zur Verfügung. Das könnte man jetzt noch machen, das wäre in Ordnung. Wir werden aber einen Teil davon verkaufen. So, ich danke auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Das Video ist wahrscheinlich jetzt auch mega lang. Sehe schon fast eine Stunde Laufzeit. Dann soll es auch erstmal für den ersten Einsatz gewesen sein. In der zweiten Folge kümmern wir uns darum, dass wir den Posten dann hier verteidigen. Dann seht ihr auch gleich nochmal, wie gesagt, das Angriff haben wir jetzt gerade gemacht und wie wir das Ganze dann verteidigen können. Also Leute, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns. Wie auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.